Guten Morgen aus dem wunderschönen Kroatien. Ich habe mich jetzt am frühen Morgen, nachdem ich schon wach geworden bin, weil mir jetzt wahrscheinlich einige Gedanken so durch den Kopf gegangen sind. Und die will ich euch heute ein bisschen spontan mitteilen und für mich also ein bisschen aufnehmen, damit ich mich in einem Jahr mal daran zurückerinnern kann und eigentlich zurückblicken kann, wie habe ich da gedacht und was hat sich in dieser Zeit bei mir verändert. Das ist ja da ein bisschen ein besonderer Ort, wo ich mich hier befinde in Kroatien. Und es gibt viele Gründe, die mich eigentlich auf den Weg hierher gebracht haben, warum ich mich mit dem Thema Finanzen befasse. Wer meine Geschichte ein bisschen kennt, bin ja also am österreichischen Lande aufgewachsen, so neben drei Bauern. Ich habe auch vieles erlebt in dieser Zeit meiner 40 Jahre, ich werde dann im Juni 41, also ich gehe das nächste Jahrzehnt an. Habe ich auch vieles erlebt. Es hat mir nicht alles davon gefallen. So wie die meisten im Leben gibt es auch Lebenssituationen, die was einem nicht so gefallen und die aber auch weiterbringen. Manchmal ist eben das, was einem am wenigsten gefällt, das, was einem am meisten weiterbringt. Und ich würde auch sagen, dass wir gerade in der Gesellschaft in so einer Situation sind, wo wir uns entscheiden können und dürfen, ob wir was verändern wollen und am besten, wohin bringen wir das? Dass ich die richtigen Worte finde, das ist auch nicht immer so einfach. Und weil ich ja viele negative Erfahrungen gesammelt hat, also Herausforderungen gehabt habe, die mich einfach wachsen haben lassen, weil aus dem Wachsen, es ist eigentlich das Ziel davon, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir für die Gesellschaft da was beitragen und ich will doch ein bisschen was für die Gesellschaft hinterlassen, einen positiven Fußabdruck, würde ich mal so sagen. Das ist einfach das Entscheidende, dass wir etwas Positives leisten, zumindest finde ich das für mich, dass das ein guter Faktor ist. Ich hoffe, ich bringe es ein bisschen auf den Punkt, was ich eigentlich damit sagen will. Bei mir gibt es halt ein paar so Punkte wie Kindheit, wo nicht immer alles so gut gelaufen ist, weil ich halt auch Eltern gehabt habe, die in der Kriegszeit ein bisschen was mitgekriegt haben von ihrem Großvater, in meinem Fall war es halt der Großvater. Und der hat halt auch, der ist traumatisiert gewesen aus dem Krieg und der hat halt auch nicht immer alles so optimal gelöst und ist mit den Kindern nicht immer so positiv hingekommen. Auch mein Vater war dasselbe Thema, der hat vieles einfach nicht ausdrücken können, das heißt jetzt Gefühle nicht ausdrücken können und das sind mehrere Geschichten, die will ich jetzt nicht alle immer so ganz genau erzählen und die haben jetzt bei mir auch Spuren hinterlassen, das was eine Zeit braucht hat, bis dass ich für mich erkannt habe und in einer Gesellschaft, wo man einfach sich mit solchen Themen zu wenig auseinandersetzt, wo es auch nicht unbedingt gewollt ist, dass Menschen in ihre Erfüllung kommen und ihre Ziele eigentlich sehen. Gerade in der Schule wird es zu wenig angegangen, dass man auf den einzelnen Menschen herausfiltert, was erfüllt ihn denn. Es geht nur großteils um das, dass man sich untereinander vergleicht, wer ist der Bessere, wer kann das, nicht so herausfiltert, was erfüllt eigentlich den Menschen und was braucht er, damit er glücklich ist oder was braucht er fürs Leben. Es zählt eigentlich großteils nur das, was will der Staat von dir und in welche Richtung wir dich bringen, damit das System so weiterläuft, wie es eben ist. Und das sind viele Themen, sei es jetzt auf gesundheitlicher Ebene, genauso wie auf finanzieller Ebene. Und wegen dem bin ich auch hier, um mich finanziell weiterzuentwickeln, damit sich da einfach auch was ändern kann. Und wenn da keine Menschen damit anfangen, die eigentlich den Mut haben dazu, sich auch einmal mit den Finanzen auseinanderzusetzen, weil es einfach nicht so, weil es auch etwas bedeutet, damit man sich finanziell weiterentwickeln kann, dass man natürlich auch etwas dafür tut. Und das erfordert natürlich einen Preis, weil man darf einen Teil seiner Freizeit dafür opfern. Mir war bewusst, wie ich vor 2 Jahren mit dem angefangen habe, mit dem Thema Finanzen genau zu befassen, dass das viel Zeit, gerade am Anfang, bedeuten wird, bis man sich in so ein Thema mal ein bisschen eingearbeitet hat, bis man gewisse Routinen etabliert hat, sei es jetzt nur
seinen Finanzplaner aktuell zu halten, also dass ich weiß, wo stehe ich gerade mit meinen Zahlen. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, kann ich nicht wissen, wie komme ich da hin. Ich muss meinen Ausgangspunkt haben. Das gilt in allen Bereichen so, weil ich habe 2008 auch eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht. Du brauchst einfach einmal einen Punkt, wo stehe ich gerade. In dem Fall einen Ausgangspunkt. Wenn ich jetzt ein Ziel habe, angenommen ich will einen Halbmarathon laufen oder 10 Kilometer laufen, dann muss ich mal wissen, wo stehe ich gerade. Und gerade im Thema Finanzen ist das auch entscheidend. Wenn du jetzt zur Bank gehst, schaut sie dir auch mal an, was hast du an Finanzen. Nur, dass halt der Bank nicht unbedingt will, dass du damit Geld verdienst, sondern die wollen Geld verdienen. Das ist ja das Ziel einer Bank großteils. Und wer sich schon mal ein bisschen mit Thema Finanzen auseinandergesetzt hat, der weiß auch gerade, in welcher Situation wir uns jetzt als Gesellschaft befinden. Nicht unbedingt in einer positiven. Und da braucht es einfach Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, damit sie etwas ändern kann. Weil wenn man immer nur zusieht und jammert, dann ändert sich nichts. Man muss das in Handlungen, in Taten umsetzen, nur dann kann sich auch was verändern in der Gesellschaft. Und wenn es nicht Menschen gibt, die so in die Richtung gehen, die wirklich einmal mit Taten folgen, wird sich nichts ändern. Und das ist in allen Bereichen so. Auch im Gesundheitsbereich habe ich viele Sachen erlebt, die haben mir nicht gefallen. Dass einfach Menschen auch zu mir kommen, in einer Behandlung, die was ich mache, Botech, und dann kriegt er vorher 2-3 Spritzen, ändert nichts an dem Thema, war beim Arzt, und dann löst ich das mit 2-3 Behandlungen und ein paar Themen auch. Also es gibt Möglichkeiten, wie man sowas schnell lösen kann, nur werden die in der Gesellschaft nicht auf diese Ebene gehoben, die sie eigentlich haben dürften. Weil es einfach finanzielle Interessen großteils dahinter stecken. Und da ist einmal eine Basis auch die Finanzen. Also bei allen wie in Punkten, wenn du jetzt einen Tisch schaust, dann steht der auch auf 4 Beinen und nicht nur an einen. Wenn ich jetzt meine Persönlichkeit geht, dann sind mehrere Faktoren wichtig. Die Finanzen, mein Umfeld, die Bewegung, die Atmung, dann der Schlaf, damit es einem gut geht, und auch die Ernährung, natürlich das Wasser. Wenn ich einen einzelnen Punkt auslasse, dann fällt der Tisch oder das Kartenhaus mehr oder weniger zusammen. Und in unserer Gesellschaft ist gerade das Thema, dass das Kartenhaus zusammenfällt. Wir haben uns etwas aufgebaut in einer Form und Weise, die auf Dauer nicht funktioniert. Und das ist mehrfach in der Geschichte schon so gewesen, dass das nicht funktioniert. Es gibt ein paar wenige, die wollen Interessen umsetzen und alle laufen wie ein paar Ziegen oder Schafe mit und machen einfach alles mit, was ihnen vorgegeben wird. Anstatt sie selbst sich einmal auseinandersetzen mit dem Thema und sagen, so, wir schließen uns zusammen und gehen einmal einen neuen Weg und lassen uns immer nicht alles vorschreiben. Das ist einmal ein Grund, warum ich mich mit dem Thema auseinandersetze, mit Finanzen, weil ich einfach in der Gesellschaft was verändern will und einmal einen positiven Fußabdruck hinterlassen möchte. Und da gehört einfach Thema Finanzen dazu, weil ohne Finanzen kannst du in der Gesellschaft nicht viel verändern. Ist ein wichtiger Teil des Ganzen. Und dafür braucht es einfach auch Geld. Und wenn man weiß, wie man mit Geld umgeht, dass man das Geld für sich arbeiten lässt und nicht glaubt, dass man durch Arbeit Geld verdienen kann. Da ist ja der Robert Kiyosaki sowieso ein Mann, der hat über 18 Bücher geschrieben. Nicht ohne Grund. Nicht nur, weil er es verkaufen will, weil er es selbst auch von seinem Vater erlebt hat, dass man mit Thema Finanzen auch Fehler machen kann. Man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass Fehler schlecht sind, sondern in unserer Gesellschaft haben wir so ein bisschen das Thema, Fehler ist was Schlechtes, sondern aus Fehler kann man lernen, wenn man es reflektiert. Und das ist das Entscheidende. Gehen wir jetzt her in unserer Gesellschaft, reflektieren wir mal ein bisschen und machen uns Gedanken, was könnte man anders machen, oder machen wir so weiter wie bisher und machen unseren Planeten zugrunde, machen unseren Menschen in unserer Umgebung, machen wir die kaputt, weil das passiert in sämtlichen Bereichen, das passiert in der Hotellerie, das passiert im Metallbereich, da habe ich Leute gesehen, die haben Burnouts gehabt und so weiter. Es passiert in sämtlichen Bereichen in unserer Gesellschaft, dass wir die Leute oder die Tiere oder die Umwelt kaputt machen. Und jetzt darf man einfach mal hergehen und reflektieren und für uns erkennen, was machen wir anders, damit sie was verändern kann.
Und da ist für mich ein Steckenpferd das Thema Finanzen. Dadurch kann man was verändern in der Gesellschaft. Zumindest ein teilerer Bereich des Ganzen. Und das wollte ich jetzt mal nur kurz mitteilen, weil ich für mich ein bisschen in Worte bringen wollte, die Erkenntnisse, was ich auch für mich in die letzten 2 Jahre gewonnen habe. Und natürlich funktioniert das in einer Gruppe, in dem Fall, wie wir da auch sind, in einer kleineren Gruppe viel besser, weil man auf die einzelnen Themen der Menschen eingehen kann. Und da merkt man einfach, dass für bei jedem Einzelnen das Thema Finanzen nur ein kleiner Teilbereich ist, das Ganze. Da hängt viel mehr zusammen. Der Großteil der Menschen ist auch hier, weil sie einfach eine Erfüllung erleben können wollen. Und da braucht es natürlich auch das Finanzielle, dass man weiß, wie setzt man das um. In dem Sinne, schöne Grüße aus Kroatien und ich hoffe, ihr habt noch eine schöne restliche Woche. Meine wird es nur cool und ich bin schon gespannt, was mir diesen Tag wieder erwartet. Die letzten 2 waren schon super. Und dann viert euch und schöne Grüße.